Willkommen zur Lüftungstechnik zweiter Streich. Jetzt geht es um eine Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung. Auch hier wieder eine Empfehlung zum weiterführenden Video bzw. ein Einführungsvideo in die Technik. Bitte bei Bedarf dann oben auf den Link klicken. Ich habe wieder Variante zur Basisvariante angelegt. Das heißt, wir müssen jetzt die Nutzung für die Lüftung auch erstmal definieren, genauso wie die Anforderungen an die Gebäudedichtheit. Dazu gehen wir wieder in die Parameter rein. Die Luftdichtheit jetzt mit geplanter Dichtheitsprüfung. Anders als bei der Abluftanlage sind jetzt hier natürlich keine Außenluftdurchlässe nötig. Bei der Nutzung klicken wir dann auch Lüftungsanlage an. Auch hier erscheint jetzt zunächst einmal dieser Deckungsanteil des statischen Heizsystems. Bitte da den Text nochmal durchlesen. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Lüftungsanlage ja einen Teil des Heizwärmebedarfs decken kann. Ich muss allerdings gestehen, ganz klar ist mir das jetzt nicht, was hier steht. Meiner Ansicht nach ist es nur für Luftheizungssysteme relevant. Natürlich wird in der 18599 Teil 6 beschrieben, welchen Einfluss die Wärmerückgewinnung zum Beispiel auf die Zulufttemperaturen hat. Das geht dann auch in die Nutzenergiebilanzierung mit ein. Aber warum man dann bei einer Lüftungsanlage ohne aktives Nachheizen hier einen Deckungsanteil angeben muss, ist mir jetzt nicht klar. Darum lassen wir es jetzt einfach mal auf dem Standardwert. Es ist ja sowieso ein iterativer Prozess und sollte sich dann eigentlich automatisch, wenn wir nichts angegeben haben für die Nachheizung, auch wieder auf 0 reduzieren. So, wir gehen dann wieder auf den Reiter Lüftung. Es ist jetzt hier schon ein Zu- und Abluftsystem ausgewählt. Wir können auch hier wieder unterscheiden, ob wir mit bedarfsgeführter Steuerung arbeiten wollen. Würde ich jetzt hier mal vorschlagen. Anders als in Nichtwohngebäuden gibt es da aber keine genaueren Angaben, wie die Bedarfsführung laufen soll. Üblicherweise Bedarfsführung heißt Feuchte gesteuert, Anwesenheitsgesteuert oder über CO2-Sensoren gesteuert. Auch hier können Sie wie bei den Abluftanlagen noch weitere Anlagen anlegen, wenn Sie zum Beispiel gemischte Systeme haben, wie es die 1946 Teil 6 als kombinierte Systeme auch vorsieht, also ein Teil vielleicht mit Wärmerückgewinnung, einen Teil mit Abluftanlage oder vielleicht auch Einzelraumgeräten, dann können Sie das hier entsprechend aufteilen. Wir gehen dann in das Wohnungslüftungssystem rein. Wie immer legen wir hier diesen offenen Bedarf in der Zone Wohnen an. Und jetzt gibt es hier natürlich eine ganze Reihe von Lüftungsgeräten, die man auswählen kann. Das häufigst verwendete ist natürlich hier das Zu- und Abluftsystem mit einem Wärmeübertrager. Man kann hier auch gleich ein dezentrales System auswählen. Beim Abluftsystem hat man es ja schon gemacht. Oder dann eben Anlagen, die noch zusätzlich mit Wärmepumpen arbeiten. Ist aber eher unüblich im Wohnungsbereich. Also das Typische sind eigentlich die mit dem passiven Wärmeübertrager. So, wir schauen uns dann hier mal an, das Symbol übernimmt er jetzt hier auch richtig. Als erstes müssen wir jetzt hier eingeben, ob wir elektrische Vorwärmung verwenden oder nicht. Da geht es also um die Frostfreihaltung, also auch da verweise ich bitte an die entsprechenden Vorlesungen. Und wann die Einschaltung nötig ist des Frostschutzregisters, das hängt jetzt auch davon ab, was Sie für Art von Wärmeübertrager verwenden. Entalpie-Wärmeübertrager gehen dann teilweise bis minus 10 Grad runter. Ein üblicher Wärmeübertrager, wenn wir jetzt ein bisschen höhere Wärmebereitstellungsgrade auch einsetzen werden, wird so ab minus 4 dann starten. Allerdings hat es auf die Berechnung jetzt keinen großen Einfluss, weil da nur in bestimmten Temperaturbereichen die entsprechende Korrektur durchgeführt wird. Hilfsenergien, sagen wir mal, sind berücksichtigt in den Geräteangaben. Wir lassen die Anlage wieder das ganze Jahr laufen. Dadurch, dass wir jetzt bedarfsgeführt vorgegeben haben, haben wir den Luftwechsel von 0,35 pro Stunde. Und hier können Sie also jetzt noch verschiedene Varianten für die Vorwärmung auswählen.
Wir haben jetzt ja hier Heizregister ausgewählt, elektrische Vorwärmung, und dann müssen wir das hier natürlich auch machen. Warum das nicht automatisch geht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir haben einen Wärmetauscher drin und wir können jetzt hier mal anklicken, was der verbesserte Standardwert ist. Das wären also 80%. Das ist sicherlich ein normalerweise für ein zentrales Wohnungslüftungsgerät auf jeden Fall ausreichender Wert. Tatsächlich liegen wir eigentlich deutlich drüber. Welche Werte darf man dafür verwenden? Da gibt es eigentlich recht klare Regelung auch in der Norm. Entweder der Wärmebereitstellungsgrad, den man im Rahmen von einer DBT-Zulassung bekommen hat, oder auch den Temperaturänderungsgrad auf der Basis von europäischen Prüfnormen. Beides darf angesetzt werden. Passen Sie auf, in Herstellerangaben finden Sie häufig so Aussagen wie Wärmebereitstellung bis zu irgendwas. Die Werte dürfen Sie nicht verwenden. Eine andere Möglichkeit ist noch, da sind Sie auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, die Werte aus den Passivhauszertifikaten zu verwenden. Die liegen sogar im Allgemeinen etwas niedriger als die nach den nationalen Prüfnormen. Als nächstes wählen wir die Art der Motoren aus. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, welche Leistungsaufnahme wir hier zugrunde legen. Hier sind wir bei 0,35 Watt pro Kubikmeter und Stunde. Das ist ein, würde ich mal sagen, im Moment üblicher Wert für das Lüftungsgerät. Tatsächlich finden Sie auch schon Anlagen, die also auf 0,3 oder sogar noch leicht darunter gehen. Korrekturfaktor bei intermittierendem Frostschutzbetrieb haben wir jetzt hier keinen, weil wir ja mit dem elektrischen Frostschutzregister arbeiten. Und was noch kommt, sind also hier eventuell Standby-Verluste bei abgeschalteten Ventilatoren. Ja, wenn man die Daten hat, kann man sie eingeben, die liegen aber normalerweise natürlich bei wenigen Watt. Wir haben dann noch die Übergabe und Verteilung. Da geht es also unter anderem auch darum, dass wieder Verluste über das Verteilnetz auftreten können. Ist besonders wichtig natürlich bei Luftheizungssystemen. Hier ist jetzt mal ausgewählt Luftauslass im Außenwandbereich. Das werden wir wahrscheinlich jetzt bei so einer zentralen Anlage nicht haben. Da gehen wir eher in den Innenwandbereich. Und Sie sehen jetzt hier Zonenregelung und sowas. Ist klar, da sprechen wir dann schon von Luftheizungssystemen. Könnte man jetzt hier auch ausblenden. Art der Verteilung ist ein zentrales System, haben wir ja schon gewählt. Und Sie sehen jetzt also hier noch, was er für Kanalnetz dann da ermittelt. Aber wie gesagt, hat jetzt eher geringere Bedeutung. Man kann noch mal schauen. Hier laufen die ganzen Leitungen jetzt außerhalb der Zone. Das könnte man also noch alles ändern, weil die Leitungen sicherlich im warmen Bereich geführt werden. Wenn wir uns aber jetzt hier die Ergebnisse nochmal anschauen, bin ich da wieder rausgegangen, dann sehen Sie, es gibt hier natürlich die Verteilverluste, aber der größte Posten ist natürlich die Hilfsenergie für die Ventilatorströme. Die Werte für die Verteilverluste würden sich jetzt natürlich deutlich ändern, wenn wir die Leitungen im Unbeheizten führen. Gut, damit sind wir mit der Eingabe durch und können uns wieder die Ergebnisse anschauen. Ich gehe da auch wieder gleich in den Variantenvergleich rein. Hier sind wir bei Primärenergiebedarf. Wir sehen, die Lüftungsanlage, jetzt hier die Variante 9, bringt schon nochmal eine deutliche Reduktion des Primärenergiebedarfs, minus 26%. Natürlich auch im Endenergiebedarf, da ist sogar noch ein bisschen mehr. Das liegt halt daran, dass wir zwar Wärme mehr einsparen, aber natürlich für die Primärenergiefaktor vom Strom 1,8 die Ventilatoren wieder ansetzen müssen. Es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, die Anlage das ganze Jahr durchlaufen zu lassen. Also wir können jetzt hier auch mal noch mal kurz ändern, indem wir auf Heizperiode schalten. Würde ich allerdings lüftungstechnisch jetzt nicht empfehlen. Und dann wieder den Vergleich. Und Sie sehen, dann reduziert sich das Ganze natürlich nochmal, weil wir jetzt im Sommer keine Ventilatorströme mehr benötigen. Fazit ist,
Dass man also hier mit der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung durchaus Größenordnung 30% bei einer Gebäudehülle, die jetzt ungefähr dem Gebäudeenergiegesetz entspricht, erreichen können. Bei noch besser gedämmten Gebäuden, das heißt, wenn der Anteil der Lüftungsverluste noch höher wird im Vergleich zu den Gesamtverlusten, kann sich der Wert auch noch mehr erhöhen. Außerdem könnten wir natürlich noch auf eine bessere Wärmerückgewinnung hier gehen. Wir könnten auch den Luftdichtheitswert des Gebäudes noch anpassen. Ich würde jetzt mal beides machen, nur dass wir sehen, wo wir da landen. Allerdings jetzt nicht als eigene Variante. Also unter Luft würden wir jetzt hier mal sagen, wir haben einen gemessenen Luftwechsel drin. Minus 1 ist natürlich jetzt kein guter Wert. Und sagen wir mal, wir gehen jetzt hier auf den Passivhauswert. Also es wären 0,6, das ist schon mal schlecht hier, 0,6. Außerdem gehen wir hier auf einen durchaus machbaren Wert von 90%. Da wir jetzt hier aus dem Standard raus sind, müssen wir also hier nochmal diese Eingaben machen. Wir haben keine Korrektur für Abtaubetrieb, weil wir das ja mit dem Heizregister machen, also wir müssen eigentlich nicht abtauen. Das Gerät stellen wir mal in den beheizten Bereich und sagen, das Ganze ist also ein deutlich dichteres Gerät als standardmäßig, das heißt interne und externe Leckagen kleiner 2,5%, was aber auch auf jeden Fall möglich ist und von vielen Herstellern auch angeboten wird. Das ist sowieso der Grenzwert, den auch Passivhaus-zertifizierte Geräte einhalten müssen. Eine Bemerkung noch, Verluste über die Leitungen, also Fort-Außenluft oder Abzuluft innerhalb der beheizten oder dann außerhalb der beheizten Hülle, werden hier nicht wirklich berücksichtigt. Also das kann man im Vergleich zum Passivhaus-Projektierungspaket leider hier nicht so detailliert eingeben. Das wäre eigentlich viel wichtiger als die Wärmeverluste des Lüftungsgerätes. So, und jetzt schauen wir, was wir hier noch bewirken konnten. Und tatsächlich sind wir jetzt hier von minus 29 noch auf minus 33 runter. Also es hat tatsächlich nochmal einen Einfluss. Das war's mit diesem Video. Viel Spaß beim Ausprobieren.